Exercise versus Afrikas Spitze. Hier haben wir, glaube ich, knapp das 15-0 geschafft. Ich glaube, hier war das entweder 3-0 oder halt 4-0. Einen von den beiden, weil wir einen A-Rang gehabt haben. Ja, ich habe jetzt mal Palles jemanden beigebracht. Ja, man kann sich einfach nicht entscheiden, wem man das beibringt. Es könnte vielleicht sogar eine falsche Wahl gewesen sein, aber um mal zu zeigen, wie die aussieht, habe ich das jetzt Randall beigebracht, weil der einzige ist, den, wo ich sagen kann, ja okay, Ballschleuder brauche ich jetzt nicht zwingend. Daher habe ich das einfach mal gemacht. So, und setzen wir das auch direkt ein. Paladins Wucht. Dann etwas größeren Charakter wäre es, glaube ich, besser gewesen. Aber da kommt auch schon stärker Block. Ja, ich habe da noch so einige Techniken, die ich gerne beibringen möchte, aber man hat einfach echt keinen Plan, wen. Das ist es. So, Matrix-Finter ist okay. Mal. Aber es funktioniert leider nicht. Flunkerfinte. So, Dreherblocker. Ach, guck mal, Draco ist auch wieder da. So, nicht mit mir. Ach, verdammt. Was ist denn jetzt hier los? Oh, jetzt können wir es nochmal probieren mit Paladins Wucht. So, Defensiv-Kapoeira. Alter, Paladins Wucht ist irgendwie bei... Ja, Randall ist... Was das angeht, wohl ziemlich schwach, wie es aussieht. Das sind wieder zwei Tore, die uns flöten gegangen sind, ne? Ja, ich würde gerade Taktik benutzen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir hier mal Tor schießen. Am besten zwei Tore. Okay, wir müssen auf jeden Fall Paladins Wucht auf jeden Fall trainieren. Ich will überlegen, Astrowalzer bei zu verlernen, eher nicht. Dimensionstor zu verlernen. Könnte man abwägen. Da ich ja meistens eh mit ihm kaum Langschuss benutze. Da hätte ich vielleicht ihm die Paladins geben sollen. Das war vielleicht eine dumme Entscheidung, Randall das zu geben. Aber. Ja. Kann man halt nichts machen, ne? So. Torhüter wird ausgewechselt. Aber vielleicht wird's ja mit der Wucht noch was. Muss nur gelevelt werden. So. Wir nehmen mal ihn hinein. Robingo. Kann jetzt auch mal wieder was machen. Gib mir mal bitte den Ball. Dankeschön. Heiße Phase ist vorbei. Was die alle hatten. Was? Wieso hatte jetzt Robingo den Ball? Der sollte doch eigentlich laufen. Wieso hattest du jetzt den Ball? So, okay. Raubritter. Okay, Robingo kriegt den Ball immerhin genau den ich haben wollte.
So, und dann... Sonnenwind. Let's go. Wenn wir das nächste Tor schießen. Oder er hält ihn. Nope. Das tut er nicht. Gott sei Dank. Weiter so, Leute. Weiter so, Leute. Irgendeiner wurde ausgewechselt. Soll mir egal sein, wer. So, Schiri kann mal abpfeifen. Danke. Sehr schön, zeigen wir eben das, wie man das richtig macht. Ja. Das werden wir auf jeden Fall jetzt. In der zweiten Halbzeit. Bin nochmal ausgewechselt. So. Zickzack Flamme. Reicht nicht aus und für den Windreiter. Zack. So, Vulkanblocker. Bis hierhin und nicht weiter. So. Ach, das ist ja völliger Quatsch, was ich hier mache. Das ist ja völliger Quatsch, was ich hier mache. Oh Mann, Doppelfeuer jetzt. Das ist aber nicht ausreichend. Jetzt brauche ich hier aber wieder Mist. Das kostet mich Zeit. Ich wollte eigentlich Amazonaswelle benutzen und habe voll auf den falschen Icon gedrückt. Das war jetzt nicht so schlau. So, jetzt aber. Amazonas-Welle hätte ich gerne. Mit Kiez. Und lauf, mein Freund. Lauf. Ach komm, wir nutzen heiße Phase, was soll's. Was soll's? Wir nutzen, glaube ich, jetzt den Einhornschuss. Weil der, glaube ich, stärker ist als alle anderen Techniken von ihm. Gegen die Seelenhand, was ich befürchtet habe, dass er das einsetzt. Und... es funktioniert. Sehr schön. Weiter so, sehr Leute. Schön. Hervorragend. So. Zwei Tore stehen uns noch vor S-Rang. Maximum für Ines. Das glaube ich, haben sie jetzt überall gewechselt. So, Blum. Geh mal drauf. Jetzt Springmeister ein. Zack. Kaboom. Level up. Ah, jetzt ist die erste Phase vorbei, ne? Jetzt. So, wir nutzen jetzt nochmal Ramba Samba. Mal gucken, was passiert. Blockt derjenige, der vor uns steht. Nein, tut er nicht. Gut, dann haben wir jetzt schon mal das 4:0. Das heißt, ich könnte jetzt mit einem Langschuss mal probieren. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Ball. Den Ball. Versuche ich jetzt mal zu holen mit Tonenblitz. Das tatsächlich funktioniert. Okay. Und Excalibur.
Zack. Wird geblockt. Ja, direkt vor meiner Nase. Mit der blöden Shaolin-Attacke. So, kommt Zeit. Mauer. Und tschüss. Okay, wir machen das jetzt gleich jetzt mit ihm. Schwerthage. Gucken wir mal, ob wir durchkommen. Auch hier versucht jemand zu blocken und schafft es auch wieder. Oh, ist aber nur abgeschwächt, aber trotzdem reicht das aus. Hab ich einen Kettenschuss wäre jetzt auch ganz gut. Oh! Was? Das ist jetzt ungünstig, Shiri. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Mit Coyote hätte ich noch schießen können. Ach komm, Shiri. Ach, sowas ist doch immer ärgerlich. Das ist mega ärgerlich jetzt. Und dann noch das 4:0. Irgendwie habe ich echt missgebaut, ne? Ach, come on! Oh, das heißt, ich muss nochmal gegen die kämpfen. Obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ne? Ah, ja gut. Muss so sein. Dann denke ich, glaube ich, nicht, dass ich heute jetzt alle mache. Weil das ist jetzt sehr nervig. Das lassen wir jetzt diesmal nicht zu. Diesmal werde ich jetzt aggressiver spielen und Afrika Spitze jetzt mal in den Boden rammen. Mit der Spitze voraus. Ja, für mich ist es halt immer ärgerlich, weil ich halt dann immer mehr Arbeit habe, die ich nicht gerne machen möchte, jedes Mal. Aber, na gut, kann man jetzt nichts ändern. Jetzt wäre schön, wenn er mal ein bisschen schneller laufen könnte. Aber nur ein bisschen schneller. Dann wäre er an den vorbeigelaufen, ne? Ja gut, machen wir Feuerdreher. Und schauen wir mal. Kommen wir hier gegen an? Ja. Okay, haben wir das 1:0. Weiter so, Leute! Hey, aber das ist so ärgerlich, nicht? Wenn ich noch den Torschuss gehabt hätte, dann hätten wir es geschafft. Aber dann... Ich habe sogar noch gedrückt. Bevor überhaupt irgendwas gewesen ist, habe ich sogar auf das Tor gedrückt. Das finde ich echt scheiße. Dass das nicht registriert wird vorher. Ich habe hier noch Feuergeräte, ne? Muss ich auch noch leveln. Stimmt ja. Schutzwalle, Drachenpressing. Tut mir leid. Nicht mit mir. Wo starte ich jetzt? Von dem. Nee, von da, okay. So. Astrowalzer. Da kommt wieder Capoeira. Auch das nützt mir nichts. So, 2:0. Der ist drin. Jetzt reicht es mir. Da kommt Helio rein. Soll mir aber egal sein.
Komm locker. Flunkerwind schlägt wohl kaum locker gerade. Ja. So. Gucken wir mal. Feuerspirale. Blocken wir noch vorher ab? Ja, ne? Wollte gerade sagen. So, wir nehmen Faltenflug. Wasser nehmen ging super toll. So, jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. Zack. Tschüss. Ah, verdammt. Verdammt. Aber gut, die Aurora-Dribble kommt durch. Ist okay. Jetzt wird's heiß. Ach komm. Ja, weißt du was? Für Icarus benutze ich auch jetzt wird's heiß. Für Icarus nehme ich auch jetzt wird's heiß und jetzt. Was zur Hölle? Ah, das hasse ich manchmal. Jetzt muss ich Dingens drücken, Icarus, und dann wird das immer zurückgesetzt. Ah, mein Brain war kaputt. So, Himmels ein X. Den hält er, ne? Ja, den hält er. Schade. So, wir nehmen Raubritter. Und du bekommst den Ball, okay. Komm, aus Nostalgie benutzen wir mal Dimensionstor. Haben wir ja schon öfters mal nicht eingesetzt, also. Gucken wir mal. Kommt der gegen die Hand an? Ja, kommt er. Okay, jetzt haben wir schon mal 3-0. Das heißt, zwei Tore müssen wir noch. Und jetzt will ich mir mit dir, dass meine heiße Phase eher vorbeigeht. Ja. Warum ist das so? Das ist totaler Quatsch. Ich habe doch erst später eingesetzt. Das macht für mich in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Warum, wenn ich was später einsetze, kann ich doch nicht früher aufhören. Das ist Cheating hier. Ja, ja. Wechsel mal aus. Na egal. Kommt schon, Leute. Die zwei Tore schaffen wir auch noch. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? So. Springmeister V2, der leider nichts bringt. Gegen den Windreiter. Schade. Dann versuche ich jetzt mal mit Eisgefängnis. Der wird aber jetzt festgefroren hier. Snow Angel. Perfekt. Ne, wie in dem Sonnenwind. Immer eine Step-Attacke mit 3 TP weniger. Versucht abzublocken und schafft es nicht. Gegen die... auch wieder die Hand. Okay. Die Seelenhand benutze nicht. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder 4-0. Kriegen wir diesmal das fünfte Tor. So, wir nehmen diesmal den Ball. Oder auch nicht. Powerkugel. Versuche ich es hier nochmal mit Snow Angel. Aber diesmal ist er stärker. Aber ist okay. Ist okay, weil
Er kann nämlich jetzt nichts mehr benutzen und mein Torhüter ist gesichert. Und hier können wir ihn einfach mal den Ball entnehmen. Und ich zimmer jetzt einfach mal Ballerei rein. Und schauen wir mal, was passiert. Wird bestimmt irgendwo geblockt. Ja, da haben wir es auch schon. Aber es ging daneben. Und er geht rein. Sehr nice. Sehr nice. Weiter so, Leute. Weiter so, Leute. Jetzt haben wir die 5-0 erreicht. Gott sei Dank. Hat ja auch nicht lange gedauert, ne? So. Das soll mir egal sein. Wir grätschen jetzt einfach mal. Ja, mach doch mal dann Feuerspurt. Ist okay. So, Raumzeitmauer. Was kommt jetzt? Feuerdreher. Es wird ärgerlich, wenn es ein Tor fällt. Also komm, Ikaros. Zeig, was du drauf hast. Dankeschön. Endlich hält er auch mal was. Vom Eisgefängnis einfach mal so. Snow Angel. Was für ein Foul, Mist. Okay. Ausgerechnet er, ne? So, Excalibur. Einfach mal benutzen, damit wir auch leveln. Oh, es wird nicht geblockt. Ja gut. Da habe ich nichts gegen. 5-0. Beziehungsweise wurde zu 6-0. Ja gut. Da sage ich nichts dagegen. Hier haben wir noch einen Schwertkopfblock. Der Verkugeltänzer. Ach, das ist das. Okay, wieder so eine Kombinationstechnik. Stimmt ja. Ich werde überlegen, ob ich ihm hier Paladins Wort beibringe, aber dann ist mir eingefallen, ich kann ihm ja momentan nichts beibringen. Solange blöde Schusstechniken verboten sind bei manchen Mannschaften, und den brauchen wir ja, weil er die höchste Grundschusssachen, die wir nutzen können. Das wäre ärgerlich, wenn wir den auf den verzichten müssten. Aber jetzt haben wir es geschafft, endlich. Meine Güte, das hätte ich eigentlich beim ersten Mal schaffen können, ne? Und wir bekommen jetzt die Flunkerfinte. Ja. Warum nicht? Gut, dann haben wir jetzt noch eine Mannschaft vor uns. Dann können wir die Truhen öffnen, wenn wir die natürlich auf S-Rang bringen.